7322.02. Unterdessen wird die offizielle Zuschauerzahl verkündet. 12.022 Menschen haben heute den Weg ins Bochumer Ruhrstadion gefunden, 7.021:59 Einwechslung bei SV Darmstadt 98 größer als Johannes Wurz, 7.021:58 Auswechslung bei SV Darmstadt 98 größer als Marvin Mehlem, 7.021:58 Einwechslung bei VfL Bochum größer als Gürken Saglam, 7.021:58 Auswechslung bei VfL Bochum größer als Sydney Sam, 6.921:57 Marcel Franke verlagert das Spiel auf den linken Flügel. Von dort flankt Sebastian Härtner hoch in die Mitte. Um die Hereingabe bemüht sich Serdar Dursun, gelangt aber nicht sauber zum Kopfball, 6.621:56 erst einmal gilt es, den Schock des Gegentreffers abzuschütteln. Damit ist Darmstadt noch beschäftigt. Derzeit hat der VfL alles im Griff. Noch aber bleibt viel Zeit, 6.421:55 in der Summe geht Bochums Führung in Ordnung, vor allem auch aufgrund der ersten Hälfte. Nun sind die Lilien gefördert, müssen ihren zuletzt gezeigten leichten Aufwärtstrend fortsetzen, 6.221:49 Tor für den VfL Bochum, 1:0 durch Tom Weiland, welch ein überragendes Solo. An der Mittellinie bekommt Tom Weiland den Ball von Tim Hoogland und marschiert los. Zunächst schüttelt der Mittelfeldspieler Serdar Dursun ab, lässt Sandro Sirigu aussteigen. Inzwischen ist Weiland zentral an der Strafraumgrenze angekommen. Dort grätscht Marcel Franke ins Leere. Und durch die Beine von Aitach Zulu trifft der Bochumer flach ins linke Eck. Vom Innenpfosten springt die Kugel in die Maschen zu seinem 5. Saisontor, 6.021:49. Inzwischen liefert die Partie gutes Tempo. Und die Partie gestaltete sich immer abwechslungsreicher, 5.821:48. Jetzt bringt Darmstadt Tempo rein. Marcel Heller zieht im Mittelfeld von der rechten Seite zur Mitte, spielt genau im richtigen Moment durch die Gasse zu Marvin Mehlem. Der steht halb rechts in der Box völlig frei. Das ist die erste und zugleich größte Chance der Gäste. Mit dem rechten Fuß schießt Mehlem hektisch am langen Eck vorbei. Der reinrutschende Serdar Dursun kommt zu spät, 5.621:46, inzwischen geht es wieder in die andere Richtung. Der VfL macht sich ums Spiel verdient. Im Ansatz tragen die Hausherren gute Angriffe vor. Noch bekommen es die Männer von Robin Dutt nicht zu Ende gespielt. Und mit ihren Eckstößen haben die Bochumer derzeit keinen Erfolg, 5.421:42 in halblinker Position legt sich Sebastian Härtner den Ball auf den rechten Fuß und probiert sich aus recht großer Distanz. Der Ball fliegt aufs lange Eck zu und wird von Manuel Riemann weggefischt, 5.221:41, zumindest erarbeiten sich die Hessen jetzt ihren ersten Eckstoß der Partie. Damit jedoch wäre über diese Szene alles gesagt, über die Ausführung hüllen wir besser den Mantel des Schweigens, 5.121:40, beide Mannschaften behaken sich in den Zweikämpfen. In dieser Hinsicht nimmt die Intensität zu. Darüber hinaus scheinen sich die Lilien geringfügig mehr am Spiel beteiligen zu wollen, 4.921:37 von der linken Seite zieht Robby Kruse in Richtung Mitte, lauert dabei auf eine Lücke. Die aber will sich nicht auftun.
Trotzdem probiert es der Australier, bleibt mit seinem Rechtsschuss aber hängen, 4.621:35, während Dirk Schuster zur Pause den gelb-rot gefährdeten Tim Rieder in der Kabine lässt, schickt Robin Dutt seine Mannschaft ohne Veränderungen in den zweiten Spielabschnitt, 4.621:34 Einwechslung bei SV Darmstadt 98-größer als Sandro Sirigu, 4.621:33 Auswechslung bei SV Darmstadt 98-größer als Tim Rieder, 4.521:21 Halbzeitfazit. Noch sind keine Tore gefallen im Ruhrstadion. Bemüht haben sich darum bisher einzig die Bochumer. Der VfL bestimmte das Geschehen über weite Strecken und verzeichnete immerhin 3-4 recht verheißungsvolle Torabschlüsse. Mit dem ersten Kopfball von Robert Tesche, 21. hatten die Hausherren die mit Abstand beste Torgelegenheit. Bei den weiteren Szenen handelte es sich allenfalls um Halbchancen. Darmstadt beschränkte sich weitgehend auf die Defensivarbeit. Im Spiel nach vorn traten die Gäste nur sporadisch in Erscheinung. In den gegnerischen 16er gelangten die Lilien ohne die nötige Entschlossenheit kaum einmal. Die Statistik weist 3 Torschüsse aus, lediglich ein Kopfball von Serdar Dursun flog immerhin auf den Kasten. Eine wirkliche Chance hatten die Hessen nicht, 4.321:16 erneut sehen wir auf links eine Auseinandersetzung zwischen Tim Rieder und Robbie Kruse. Diesmal bekommt der Australier einen Freistoß zugesprochen, 4.021:14 auf der linken Seite behauptet Tom Weiland nicht nur den Ball, sondern hat zudem den guten Blick für die Situation. Der Pass ins Zentrum erfolgt genau in den Lauf von Robert Tesche, der die Kugel auf dem Weg in den 16er nicht vollends unter Kontrolle bekommt und letztlich abgeblockt wird. 3.921:12 im Laufduell mit Tim Rieder geht Robbie Kruse links in der Box zu Boden und hätte gern einen Elfmeter. Schiedsrichter Thomsen befindet, dass das nicht für einen Pfiff ausreicht und liegt damit richtig, 3.821:11 Darmstadt beschränkt sich darauf, sich sporadisch vorn sehen zu lassen. Dabei strahlen die Lilien noch überhaupt keine Gefahr aus. Die 3 bislang statistisch erfassten Torschüsse sind nicht der Rede wert, 3.621:08 aus der zweiten Reihe nimmt Tom Weiland Maß. In leicht nach rechts versetzter Position zieht der Mittelfeldspieler mit dem rechten Fuß ab. Die Kugel zischt am linken Pfosten vorbei. 3.521:06 gelbe Karte für Tim Rieder, SV Darmstadt 98. An der Seitenlinie fällt Tim Rieder Gegenspieler Robbie Kruse und holt sich seine erste Verwarnung der laufenden Spielzeit ab. 3.321:04 derzeit geben die Hausherren wieder klar den Ton an. Aktuell jedoch fehlt der Zug zum Tor, 3.121:04 erneut führt Sydney Sam eine Ecke aus, diesmal auf der linken Seite. Und wieder findet dessen Flanke den Kopf von Robert Tesche. Der muss nicht einmal hochspringt, kommt da unbedrängt an die Kugel. Doch richtig Druck bekommt der 31-Jährige nicht hinter seinen Torabschluss. Daniel Heuer-Fernandes fängt diesen Ball mühelos, 3.021:02 inzwischen beteiligen sich die Gäste intensiver am Spielgeschehen, ergattern so zunehmend mehr Spielanteile. Insgesamt aber hat in dieser Hinsicht der VfL noch klar die Nase vorn, 2.821:00 nach einem Foul von Danilo Soares an Marcel Heller bekommen die Lilien einen Freistoß zugesprochen. Tobias Kempe kümmert sich auf der rechten Seite darum. Seine hohe Hereingabe landet auf einem Bochumer Kopf, 2.620:57 gelbe Karte für Tobias Kempe, SV Darmstadt 98, Tobias Kempe behindert die Ausführung eines Freistoßes, hält den geforderten Abstand nicht ein. Dr. Martin Thomsen zückt erstmals die gelbe Karte.
Für den Darmstädter ist es die fünfte in dieser Saison, was eine Sperre nach sich zieht. 2420:57. Nun setzt Sydney Sam einem langen Ball nach. Daniel Heuer-Fernandes ist aufmerksam, spielt gut mit und ist rechtzeitig vor dem Gegenspieler am Ball. 2320:55. Mit einem feinen Steilpass seziert Tobias Kempe die Bochumer Abwehr. Im Strafraum vermag Serdar Dursun die Kugel unter Bedrängnis nicht sauber anzunehmen, weshalb ein Torabschluss ausbleibt. 2120:54. Von der rechten Seite segelt eine Ecke von Sydney Samin die Mitte. Auf Höhe des zweiten Pfostens geht einzig Robert Tesche in die Hereingabe. So bietet sich eine große Chance. Der Mittelfeldspieler köpft die Pille aus etwa 5 Metern knapp am linken Torwinkel vorbei. 1920:52. Auf der Gegenseite versucht sich Sydney Sam aus halblinker Position und knapp außerhalb des 16ers. Der Linksschuss verfehlt das Gehäuse von Daniel Heuer-Fernandes. 1820:51. Aus dem linken Halbfeld bringt Jürgen Jones die Kugel in die Mitte und findet den Schiedel von Serdar Dursun. Dessen Kopfball wird eine sichere Beute von Manuel Riemann. 1720:49. Jetzt bietet sich Marcel Heller auf der rechten Seite mal etwas Platz. Doch wie bislang die Darmstädter arbeiten auch die Bochumer gut nach hinten, bringen schnell zahlreiche Leute hinter den Ball. 1420:48. Eine Ecke zumindest zieht diese Torszene nach sich. Damit allerdings stellen die Hausherren nicht nennenswert Gefährliches an. 1320:46. Rechts in der Box setzt sich Tom Weiland sehr gut durch, bringt den Ball mit dem linken Fuß in die Mitte. Da wird sogar ein Torschuss draus. Daniel Heuer-Fernandes bekommt die Fingerspitzen dran. Danach rollt die Kugel ganz gemächlich, streichelt den linken Pfosten und trudelt am Kasten vorbei. 1220:45. In der Abwehr gehen die Bochumer wiederholt sehr fahrlässig zu Werke. Da sind einige böse Unkonzentriertheiten dabei. Noch wird es nicht bestraft. 1120:43. Jetzt bekommen die Männer von Robin Dutt zentral an der Strafraumgrenze Lukas Hinterseher in Schussposition. Die Darmstädter Abwehr jedoch macht den Laden dicht, womit der abgefälschte Rechtsschuss des Österreichers in den fangbereiten Armen von Daniel Heuer-Fernandes landet. 1920:41. Nach einem Fehler von Jan Güamara gelangen die Lilien zu ihrer ersten Offensivszene. Marvin Melem agiert aber zu hektisch, sucht überhastet den Abschluss und verzieht mit dem linken Fuß aus großer Distanz deutlich. 720:40. Halblinks an der Strafraumgrenze nimmt Anthony Losiller Maß und zirkelt die Kugel aufs lange Eck. Daniel Heuer-Fernandes streckt sich nach Kräften und lenkt den Ball am Pfosten vorbei. Den Weg hätte das Spielgerät wohl auch ohne Eingreifen des Keepers genommen. Die nachfolgende Ecke jedoch bringt ohnehin nichts ein. 520:37. Bislang spielt sich das Geschehen überwiegend in der Hälfte der Gäste ab. Die Bochumer sind durchaus um Zielstrebigkeit bemüht, gehen früh drauf. Noch fehlt in der Endkonsequenz die Genauigkeit. 320:35. So bestimmt der VfL die Anfangsminuten. Dagegen sehen die Darmstädter erst einmal zu, hinten gut zu stehen. Vielmehr streben die Lilien zunächst nicht an. 220:33. Früh bekommen die Hausherren einen Freistoß auf dem linken Flügel zugesprochen. Die Ausführung von Sydney Sam erweist sich als ausbaufähig. Dennoch folgt wenig später der erste Torschuss der Begegnung. Gefahr beschwört Anthony Losiller mit seinem rechten Fuß nicht herauf. 120:32. Ordentliche Bedingungen herrschen an diesem Montagabend in Bochum. Bei bewölktem Himmel und Temperaturen um 10 Grad rechnen wir nicht mit Niederschlägen. Entsprechend gut bespielbar präsentiert sich der Rasen. Und auf den Rängen des Ruhrstadions haben sich etwa 12.000 erwartungsfrohe Zuschauer eingefunden. 20.30 Uhr unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen.
Die beiden Mannschaftskapitäne Stefano Celozzi und Aitaç Sulu stehen zur Platzwahl bereit. Ersterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Gäste den Ball und dürfen anstoßen. 20.24 Uhr kurz vor dem Anpfiff widmen wir uns dem Schiedsrichtergespann. Diesem steht Dr. Martin Thomsen vor. Der 33-jährige Referee leitet sein 44. Zweitligaspiel und erhält dabei Unterstützung von den Assistenten Dominik Jolk und Timo Klein. 20.23 Uhr Robin Dutt erwartet mit Blick auf die Tabelle eine Art Schlüsselspiel, das die nächsten Wochen prägen kann. Darmstadt ist aktuell in einer sehr guten Form. Da müssen wir richtig aufpassen. Gerade auch bei Standards, was zuletzt ein bisschen unser Problem war. Einem Aitaç Sulu darfst du im Strafraum keinen Platz lassen. 20.22 Uhr Dirk Schuster sprach im Vorfeld von einer schwierigen Aufgabe, wir wollen aber unseren eigenen Aufwärtstrend der vergangenen drei Spiele fortsetzen. Lobende Worte hat der Liliencoach für den Gegner parat, es nötigt mir Respekt ab, wie die Bochumer ihre Spiele gestalten. Ich glaube, dass dort der richtige Weg eingeschlagen wurde und Robin Dutt sowie die weiteren Verantwortlichen alle sehr gute Arbeit leisten. 20.19 Uhr Während der VfL eine einigermaßen ordentliche Heimbilanz aufweist, gehört Darmstadt auswärts zu den schwächsten Mannschaften der Liga. Lediglich 4 Punkte sammelte das Team von Dirk Schuster in der Fremde ein. Einen Sieg gab es einzig am vierten Spieltag in Heidenheim, 20.10 Uhr. Darmstadt hat zuletzt zweimal in Folge 3 Punkte eingefahren, jeweils zu Hause gegen Greuther Fürth und Magdeburg. Davor ergatterten die Hessen in Regensburg einen Punkt, seit 3 Spielen haben die Lilien also nicht mehr verloren. Die letzte Auswärtsniederlage setzte es Ende September in Kiel, 20.07 Uhr. Mit dem Gewinnen jedoch taten sich die Bochumer zuletzt schwer. Dreimal in Folge kamen die Männer von Robin Dutt nicht über eine Punkteteiligung hinaus. Den letzten Sieg fuhr man Anfang Oktober vor heimischem Publikum gegen Arminia Bielefeld ein. Damit ist der VfL inzwischen seit 4 Partien ungeschlagen. Auf eigener Wiese zog der Klub letztmals Ende September gegen Dynamo Dresden den kürzeren, 20.03 Uhr 2 punktgleiche Tabellennachbarn treffen im Ruhrstadion aufeinander. Der 11. hat den 12. zu Gast. Für den VfL spricht das bessere Torverhältnis 6. In jedem Fall handelt es sich um eine richtungsweisende Begegnung. Der Sieger darf sich fortan nach oben orientieren. 19.55 Uhr lediglich eine Umstellung gibt es bei den Gästen. Wegen einer Gelb-Rot-Sperre muss Dirk Schuster auf Fabian Holland verzichten. Dessen Platz in der Darmstädter Anfangsformation nimmt Sebastian Härtner ein. 19.52 Uhr auf Seiten der Hausherren gibt es im Vergleich zur letzten Partie 2 Veränderungen. Tom Bark wird heute zunächst auf der Bank Platz nehmen. Zudem befindet sich Chung Yong Lee bereits auf der Reise zur südkoreanischen Nationalmannschaft und fehlt daher gänzlich im Kader. Dafür rücken Stefano Celozzi und Robbie Kruse in die Bochumer Startelf. 19.34 Uhr herzlich willkommen zum Montagsspiel in der 2. Bundesliga. Zum Abschluss des 13. Spieltages treffen ab 20.30 Uhr der VfL Bochum und der SV Darmstadt 98 aufeinander.